Der Inhalt der nachfolgenden Spielszenen ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Sollten Sie das 18. Lebensjahr noch nicht beendet haben, würde ich Sie bitten, das nachfolgende Video nicht anzusehen und sich stattdessen mit einem meiner jugendfreien LPs ohne diese Kennzeichnung zu beschäftigen. Allen anderen wünsche ich viel Spaß. Herzlichen Dank, Ihr Tefkal. Okay, gut. Schauen wir mal, was wir haben. Wir haben hier den Energieerzeugungsraum, wir haben den PET-Druckerraum, wo wir noch ein Kryo-Stück brauchen und noch, wir haben ein leeres PET, wir brauchen also noch irgendeine Vorlage, die wir wahrscheinlich, meiner Meinung nach, von diesem Bild bekommen oder von dieser Peitsche bekommen. Mal schauen. Wie auch immer wir das da anschließen sollen, vielleicht müssen wir es auf irgendeinen Träger packen oder irgendwas in der Richtung. Wir haben, warte mal, wir haben die Crew-Einrichtung. Da war erst dieser Unterhaltungsbereich, wo ich schon die Stimmaufnahme her habe. Ich nehme an, wesentlich mehr können wir da auch nicht finden. Und wir haben diverse Quartiere und einen brennenden Fahrstuhl, der uns den Weg zu diesen Quartieren oder den weiteren Weg überhaupt versperrt. Ich weiß nicht, ob wir da weiterkommen, ist aber auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, den wir vielleicht schon mal im Blick haben sollten. Und wir haben den Geburtslabor Nexus, den ich aber immer hingehe, weil wir gerade da am nächsten dran sind, ehrlich gesagt. Da hatten wir verschiedene Dinge. Da haben wir einmal diesen Madenraum, wo ich ganz gerne mal kurz reingucken würde, ob ich noch irgendwas finden kann. Wir brauchen dafür irgendeinen Kanister. Hier kommen wir nicht rein momentan. Hier können wir irgendwie nichts finden, deswegen, also das ist einfach nur dreckiger Boden. Wir brauchen hier irgendwie eine Art von Kanister und müssen möglicherweise. So they use these little guys to control Samantha. Ja, wir brauchen. The gas they give off when they touch dead tissue calms her? I need to catch one. Das dachte ich mir nämlich auch. Wir müssen irgendwie einen versuchen, davon rauszufinden, rauszuholen. Ich wüsste nur nicht, wie. Können wir es vielleicht mit der Klinge hier durchschneiden? Eher nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir wirklich hier irgendeinen Behälter brauchen. Ich weiß noch nicht, wo wir den herbekommen sollen. Ich nehme an, diesen Raum können wir erstmal nicht mehr machen, als also bis wir diesen Behälter haben. Was finde ich an diesem Terminal nochmal? Ja, atmosphärische Umweltsteuerung. Ja, an die atmosphärische Umweltsteuerung komme ich aber erst ran, wenn ich ein PDT habe. Das PDT muss ich wiederum erst erzeugen. Jo. Okay, dann gehen wir also mal weiter weg, weil hier können wir scheinbar gerade nichts machen, ehe wir diesen Behälter nicht haben. Das ist meine Theorie. Gehen wir also einmal einen Raum weiter. Einfach mal so Raum für Raum abchecken. Da hatten wir, glaube ich, irgendwas Kaputtes, irgendeinen kaputten Mechanismus, wo wir noch irgendwas einsetzen müssen, scheinbar oder irgendwie reparieren müssen, wie auch immer. Und eine Gebärmutter, nicht wahr? Ja, eine Gebärmutter, genau, da ist sie. Haben wir noch irgendwas hier? Das PDA haben wir schon. Ach genau, wir wollten diese drei Leichen, da wollten wir irgendwas holen. Ein zerstörtes PDT. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das zerstörte PDT irgendwie brauche. Das ist so meine Idee. Kann ich das Ding hier irgendwie aufmachen, die Gebärmutter? Vielleicht mit meinen wundervollen kleinen, mit einer Striptease-Stange? Nein? Muss ich die vielleicht kombinieren mit dem Omni-Tool oder mit der Klinge oder sowas, damit ich da rankomme? Das kann natürlich sein. Grasping at straws, Hadley. Oder mit der Klinge? Das funktioniert offenbar. Ich habe jetzt einen Notfallhebel habe ich bekommen. Einen Notfallhebel. Hier haben wir ja schon Hebel und da ist kaputter Mechanismus. Kaputter Hebelmechanismus. Hebel. Reparatur. Okay. Aber was bringt das jetzt, dass ich diesen Hebel umlege? Das weiß ich noch nicht. Lass uns überraschen. Ja, sollst du dich natürlich betätigen, das ist der Witz deiner Sache. Holy Toledo. What's the worst that could happen? I'll be darned. Like cracking open a lobster. I think I'm gonna hurl. Ich glaube, ich kotze gleich. I did like seafood. Danke für die. Oh Gott, das ist eklig. I think I'll be giving it a skip going forward. Ach du Scheiße. Ach du großer Gott, es tut mir leid. Was haben wir denn Feines bekommen? Organische Flüssigkeiten. Riecht wie ein Schlachter aus. Was haben wir jetzt davon, dass wir das jetzt hier. Was hast du gerade ausgeworfen? Ist da irgendwas drin? Da pulsiert noch irgendwas. Wir haben dich geöffnet. Lecker, lecker, lecker. Ach so, dadurch, dass wir das hier vollgesuppt haben, ist das hier hochgetrieben. Deswegen kommen wir jetzt wahrscheinlich hier an diese treibende Leiche ran. Ist das korrekt? Ach, ist das herrlich. Nam, 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 nam. I can do this. Lecker Blutwurst machen. Was haben wir jetzt gefunden? Ein weiteres. Wow. Kaputtes PDT. Ich möchte jetzt gehen. Okay, irgendeine Art sakraler Ort hier. Kann ich irgendwas machen? Habe ich einen Mauszeiger? Nein. Bin ich hier irgendwo?
Vielleicht nehmen wir. Ach ja. Ach Gott, bin ich klein. Ach Gott, sind die groß. Das wäre der richtige Zeitpunkt zum Brechen, glaube ich. That was nasty. Ja. Das möchte ich unterstreichen. Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, um mal kurz zu speichern. Ich habe jetzt irgendwann irgendeinen Fortschritt erreicht. Jetzt bin ich irgendwo hingekommen, wo ich vorher noch nicht war. Was war das gerade hier? Was ist, wer bist du denn? Kniende Steingötze, ein zerfallenes Monument der zahlreichen Sünden der Menschheit. Okay. Bleiche, zarte Flechten hängen an seinen Händen und Knien wie ein Auswuchs der Fleischeslust. Greifende Hände. Die zerbröckelnden Finger scheinen über den Stasisbehälter zu zögern, wie in frommem Erstaunen. Und der Stasisbehälter, da muss auch also Kane drin sein. Das Meisterstück dieses perversen Tableaus, eine erschlaffte Leiche, hängt zwischen den Kabel- und Schaltkreisen der Geräte zur Lebenshaltung. Kann man da hingehen? Kann man. Speak of the devil. What do you see? Kane. I think this is Hendry Kane. Hendry, sir. Hendry is dead. Well, hallelujah then, he's here. Alive? In stasis. Yes, yes. I know you're in there, trust me. I know. You don't have to remind me. I can feel you, all right? Okay. Die Kerzen. Immer wichtig, Kerzen anzugucken bei solchen Dingen. Eiserne Kronleuchter, die Flammen flackern in der stickigen Luft. Yeah, okay. Greifende Hände. Kane ist sicher in der Wiege seines Hüters. Ausgestreckte menschliche Abbilder. Verzückte Gesichter starren das Licht und beten vergeblich um Gnade und Erlösung. Kniende Kinder. Selbst die Unschuldigsten müssen von dieser obszönen Seligkeit kriechen. Und Kane natürlich selbst. Hendry Kane. Fahle Haut hüllt sich um 1000 feine Narben. Die Operationsnähte dieses Patchwork-Messias oder Messias. Okay. Und ein Kryo-Steuerfeld. Dieses Terminal steuert den Zugriff auf den Stasisbehälter. Kryo-Steuerfeld, was brauchen wir doch, oder? So ein Steuerding, Kryo-Stück. Kryo-Steuerungsgerät. Und wir haben es einfach entnommen. Okay, gut, dann haben wir das, ja? Jetzt müssen wir eigentlich nur hier rausfinden kommen, oder? Oh, relax. It'll take months for you to thaw out. Und wir haben einen Alarm ausgelöst. Ich nehme an, ansonsten kann man hier nichts machen, oder? Lass uns doch gehen. Tschüss. Ist doch irgendwas hier? Ah, jetzt ist hier offen. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind dort, wo wir vorher nicht reinkamen. Wo dieses rote Männchen war, dieses rote Symbol. Genau gegenüber vom Badenlabor, genau. War da hier das PDT-Druckerlabor? Ich weiß gar nicht mehr. Das wäre jetzt ja praktisch gerade. Na, ach nee, wir sind hier. Ja, hier müssen wir nicht weiter sein. Dankeschön, tschüss, war sehr schön mit dir. Danke, danke, danke. Nom, nom, nom. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Wir haben gerade das Kryo-Ding bekommen und irgend so ein anderes leeres PDT-Teil. Könntest du jetzt bitte durchgehen? Dankeschön. Ich möchte damit zumindest schon mal so viel möglich. Kryo-Einrichtungen. Hier geht's runter. Ich möchte davon schon mal, wie ist das Kryo-Ding da einstecken? Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses PDT-Teil ebenfalls in diese Maschine anbringen kann. Was natürlich ein bisschen meinen Plan mit diesem Foto verwirft. Und, naja, vielleicht kann man es irgendwie kombinieren. Probiere ich gleich aus im PDT-Druckerraum selbst. Und jetzt hier durch, bitte. Lustig. Mir ist gerade eingefallen, GRK, der Teil von den Code, wie gesagt, ich denke immer noch so ein bisschen drüber nach, kommt alles in Groom Lake vor. Dem Schiff. Mal gut. Persönlicher Datentech-Drucker, genau. Wir haben hier ein kaputtes PDT. Das PDT ist voller Blut und irreparabel beschädigt. Allerdings kann der Datenspeicher noch intakt sein. Kann man das schon so daran anbringen? Das wäre interessant. Man kann offenbar. Okay, gut. Template PDT accepted. Awesome. Glad I don't have to touch that again. Ja, das glaube ich auch.
Und der Kryoregulator, den haben wir ja gerade gefunden. Es geht schneller, als ich dachte alles. Kryoeinheit, eine Hochleistungs-Kryoeinheit zur Regulierung der Kryostasis. Cryoregulator accepted. Defrosted. Oh, was ist das denn? Was auch immer gerade passiert, ich will es lieber drucken. Oh, wonderful. Your PDT has been printed. Oopsie. An incorrect cryoregulator has been used. Töte mich, danke, an danke. Overload is imminent. Goodbye. Alter, das war wahr. Okay. Es ist mal wieder alles kaputt. Das kann ich sehr gut alles kaputt machen. Okay. The security system is reset. The elevator should be open and I have a PDT. Excellent. Yes. I can hear the alert. You must be close. Okay, heiße Flammen. Toxische Gase vergiften die Luft, während das Feuer diesen unheilvollen Ort von Schandtaten reinigt. Ich muss kurz mal speichern, sonst bin ich dann ganz aufgeregt gerade. Geschmolzene Operationsbehälter, blutend faulende organische Masse haben sich verflüssigt und die beheizte Plastikbeschichtung eingebrannt und stinkende Brandblasen hinterlassen. Okay, defektes Hologramm, die Projektion flackert in unregelmäßigen Abständen. Das Programm wurde wohl durch den Stromstoß gestört. Das glaube ich wohl auch. Ja, ansonsten ist hier nichts groß zu tun. Verbogene Überreste. Kann man damit irgendwas machen? Ich kann da hinten draufklicken. Oh, das ist PDA. Ah, okay. Sharon. Ich habe gerade das Spiel minimiert. Entschuldigung. Ja. Dann gehen wir wieder raus. Verkohlt da irgendwas. Ist egal wahrscheinlich. Okay. I can't. What's wrong? The barrier is torn to pieces. Be vigilant, Hadley. I'm counting on you. You can do this. Be brave. You can do this. You're doing it. Aber ich kann rechnen, dass ich das PT eigentlich da vorne irgendwo brauchte. Ich weiß jetzt nicht, nicht, dass ich jetzt irgendwie völlig schwachsinniges Backtracking verwende. Das ist immer der einzige Grund, warum ich überhaupt hierher, warum ich das PT überhaupt verwendet habe oder geholt habe, um hier reinzukommen. Ist es richtig? Hier war doch irgendein Computer, wofür ich ein PT brauchte. Jetzt lass doch wirklich bitte so sein. So, das Ding. PT, dieses PT ist jetzt voll funktionsfähig. Da drauf. Bitte lass jetzt funktionieren. Ja! Atmosphärische Umweltsteuerung, Luftfilter normal, Modus Lüfter, Heizung Auto, Irrpumpe Auto, Feuchtigkeit. Auf, okay, Zonen-ID. 121, 606. Was zur Hölle? Ach du. Hat das mit dem Code zu tun? Ich glaube fast nicht. Das sind verdammt viele Dinge, die ich ändern könnte. Was bringt es denn, wenn ich jetzt mal hier irgendwas auf... aufs Maximum gehe bei der Feuchtigkeit? Ah ja. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade irgendwas bringt. So, deswegen können wir wieder rausgehen, weil ich auf dem Stand kein, wieder keine Ahnung habe, was ich hier irgendwie bewirken kann. Wir gucken uns mal die Luftschleuse an. Nichts. Okay, wir können damit nichts machen weiter. Lass uns mal runtergehen. Wir wollten, beim Fahrstuhl war ja auch irgendwas passiert. Lass uns also mal da runtergehen. Was genau brauche ich? Also was genau muss ich wo einstellen? The last thing I said to my son was to get out there and carve his own name into the world and stop relying on mine. Did you mean it? Bist du der Vater von Kane oder was? Sometimes kids know that their parents say things they don't mean. My mom? The last thing she said to me was that I was the reason she was alone. Schön. That I sapped the life out of her from the moment I came into existence. You know that's not true.
A small part of me knows that. A bigger part doesn't. Okay, will ich jetzt zu diesem Fahrstuhl gehen? Eigentlich nicht wirklich, aber ich sollte wohl schon mal wahrscheinlich mal dahin gehen. Mal schauen, was wir hier finden. Kureinrichtung, kann man da noch was machen? Da kann ich das PT vielleicht noch verwenden, das kann gut sein. Geburtslabor Nexus. Den haben wir gerade abge... Was? Gehirne-Emulationslabor. Eins von beiden habe ich gerade... Ach nee, ich habe doch gleich den Nexus weggepackt. Wäre schon abgeschlossen. Was ist hier passiert? Was? Elektrisch geladene Abzäune. Eine Reihe verstärkter Hochspannungskabel beschränkt den Zugang zu diesem Bereich. Es scheint, als ob der Großteil des Stroms der Einrichtung auf diese Barriere geleitet wird. Ich speichere nochmal. Bevor ich jetzt hier möglicherweise sterbe, schnell speichern. Okay. Oh, come on. War offenbar nicht das, was ich sollte, was passieren sollte. Nein, nein, nein. Das machen wir also nicht nochmal. Wie können wir das Ganze umgehen? Wir sollen nicht da lang gehen. Das habe ich verstanden. Gut. Ja, dann lass uns doch am besten nicht da lang gehen. Wie wäre es, wenn wir nochmal zu den Crew-Einrichtungen gehen? Hahaha. Oder zum Gehirnemulationslabor. Da war es sehr schön. Was war da überhaupt? Ach ja. Hey, oh, nee. Ich kenne dich gar nicht. Dearest little girl, my sweet creature, you're alive. Do you know me? Know you? Oh, my girl. I know you better than you know yourself right now. Oh, God. Adams will suffice. Hadley, you need to go. No. And how is the masterpiece inside of you? Healthy, I hope. Growing quickly now, I'm sure. It's nearly time. Das ist gebär, what oder do you was? Mean? Our baby, Hadley. Don't talk about my baby. Why did you take me? You were the right person in the right place at the right time. Can you help me get out of here? Don't trust him. Out of here? Don't worry about getting out. Security will be here soon. They'll set this all right. Just come. Wait here. This is the safest room in the facility. Here. Closer to me. I don't think so. Deswegen bist du auch da eingesperrt, nicht wahr? Ich habe fast das Gefühl, dass in mir, aus mir die Stimme kommt. Ideen. Okay, was haben wir hier? Zerstörte Fußbodenpaneelen. Durch die Beschädigung sieht man einen Teil des Wartungssystems. What is that thing out there? Samantha, a grotesque violation of genetics. But she is locked away. Joseph managed to lure her behind the loading fence. Quite the action hero, our Joseph. He did die rather spectacularly. The fence has been ripped open, and your experiment is going to tear us all to pieces. No, no, no. All three of us will be safe very soon. Then we can carry on where we left off. I said don't talk about my baby. Okay, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil meine Freundin gerade reingekommen ist. Was war es jetzt? Zerstörte Fußbodenpaneele. Durch Beschädigung sieht man einen Teil des Wartungssystems. Ich komme mal drauf, tut mir leid. Okay. Was ist das denn hier? Ach, hier. Feuereindämmungszylinder. Ein synthetisches, schnell expandierendes Gel auf Kohlenwasserstoffbasis. Das haben wir gerade gefunden. Okay, okay, okay. Was ist das denn hier? PDA? Knisterndes Feuer. Knisterndes Feuer. Flammenzüngel an den Seiten des Operationsgeräts hinterlassen Rußspuren im geschmolzenen Plastik. Feuerlöschschaum. Aus dem dickflüssigen Schleim treten noch immer giftige Gase hervor. Schwelendes Feuer. Zwischen den verklumpten Resten des Feuerlöschschaums brennt noch ein isoliertes Feuer. Und Dr. Adams. Ach, du bist das. Bei jedem Atemzug obszön keuchend beobachtet er Hadley mit einem selbstgefälligen, überheblichen Grinsen.
Projektor, ein moderner tragbarer Kraftfeldgenerator. Mit plastikbedeckter Operationsstuhl. Robuste Fesseln sind an dem Stuhl angebracht, was darauf schließen lässt, dass der Patient nicht ganz mit der Verhandlung einverstanden war. Und rotes Hologramm. Kleine Fahnen holographischer Partikel drehen sich träge. Sie lassen darauf schließen, dass diese Tür verschlossen ist. Okay, okay, okay. Kann man denn das Feuer gerade mal löschen hier? Oder das da? Nein. Ach Gott, wir könnten das Feuer löschen bei dem Fahrstuhl. Ja, das könnte eine Ebene höher gehen. Wir könnten aber erstmal das PDA lesen. Das. I'm afraid that most of that information may be a little above your head. I'm tempted to stick around just to see this place burn. Der Tag der Liebe, also Dr. Simon Adams. Der Tag der Liebe. Nicht, dass er eine Bedeutung für einen alternden Junggesellen für mich hat, aber, oh, ein alter Mann wird doch wohl noch träumen dürfen. Schließlich haben alte Männer doch nichts anderes als ihre Träume, um sie in schläfrigen, kraftlosen Spätherbst ihres Lebens wachzuhalten. Und ein Traum über die Liebe ist wie Balsam auf die unerfüllte Leidenschaft, die Trauer und das Bedauern dieses armen Burschen. Allerdings ist meine Arbeit in der Einrichtung eine ganz andere Angelegenheit. Kane wurde uns bereits geliefert. Er befindet sich in Stasis, und ich hatte immer noch keinen Erfolg bei auch nur einem der Subjekte. Ein wahrlich ärgerliches Problem, vor allem da dies nur der Beginn meiner eigenen Ambitionen wäre, meine Renaissance. Dr. Malins Forschung hat gezeigt, dass das Bewusstsein nichts weiter als ein Programm ist. Eine Reihe von Gleichungen, Anweisungen und konditionalen Argumenten. Es kann repliziert und transplantiert werden, wie das Immunsystem eines Körpers. Ein transplantiertes Gliedmaß abstößt, könnte allerdings... auch die einfachste neurale Kodierung des Körpers sein innewohnendes Selbstkonzept, was Freud als das S bezeichnet, bezeichnete, das transplantierte Bewusstsein abstoßen. Die Frage ist jetzt, wie unterdrücken wir diese Kodierung? Wie unterdrückt man die menschliche Seele, also die menschliche Seele als Immunsystem oder was? Anstatt nach einer Antwort zu suchen, anstatt das Problem der menschlichen Sterblichkeit zu lösen, träume ich davon, dass Joseph Boyno mich isst. Und das ist ziemlich erregend. Aha. Vierter März. Hier ist ein interessanter Zufall. Ich habe entdeckt, dass eine neue, aber ansonsten bürokratisch unbedeutende Angestellte in dieser Einrichtung mit Kane verwandt ist. Die Genealogie ist dünn, aber definitiv vorhanden. Könnte eine genetische Komponente die Lösung für unser Problem sein? Die Beschaffung könnte schwierig werden, aber das Glück hilft demjenigen, der Gelegenheit und Vorbereitung zusammenbringt. Und dieser Mann könnte ein wenig Glück gut gebrauchen. Ich habe eine Gelegenheit, also muss ich mich vorbereiten. 2. April, lass mich raten, ich bin diejenige, von der er spricht. Hank ist zum größten Teil mein Fehler. Ich habe Angst vor dem Kalender, habe ich ihm heute Morgen gesagt. Warum? Fragte er. Weil seine Tage gezählt sind, antworte ich. Und dann musste ich den Witz erklären, weil Hank gesellschaftlich gesehen nicht gerade besonders weit entwickelt ist. Er ist nicht gerade ein gewöhnlicher Junge. Ich hätte ihn mit seinem Wirt zusammen entsorgen sollen, das weiß ich. Aber ich bin gefühlsduselig und davon abgesehen wollte ich schon immer ein Kind haben. Ich wollte schon immer Vater sein. Ich habe ihn nach meinem verstorbenen Vater benannt. Einen Mann, von dem ich zugeben muss, dass ich ihn aus den vielen und zu erniedrigenden Gründen gehasst habe, um sie hier zu veröffentlichen. Meine Kollegen im Labor nennen ihn nur den Hobo. Ich sollte wahrscheinlich in seinen Namen beleidigt sein, aber ich bin mir nicht sicher, dass sie eine Schuld trifft. Er ist vielleicht eine Art Ersatzsohn, aber er ist definitiv merkwürdig. Genau wie ich selbst. Seit meiner Pubertät bin ich besessen von der Aussicht auf Vereinigung. Wenn zwei Menschen miteinander verschmelzen, einander aufnehmen, sich verbinden und eins werden, das ist natürlich eine enorme Motivation für meine Forschungsarbeiten hier in der Einrichtung. Allerdings ist es gleichermaßen auch sehr persönlich. Wenn ich das Bewusstsein eines Erwachsenen in ein junges Subjekt transplantieren könnte, dann müsste es möglich sein, zweifellos mit einigen Anpassungen, aber theoretisch sollte der Prozess im Prinzip der gleiche sein. Das Bewusstsein eines Erwachsenen in einen anderen Erwachsenen zu transplantieren. Auf jeden Fall würde es dem vulgären Tabu, dem grausigen Durcheinander und der zweifelhaften esoterischen Aussicht auf altmodischen Kannibalismus vorbeugen. Und Joseph ist die Art Mann, die ich gerne sein würde. Elegant, charismatisch, gut bestückt. Ich meine, ich nehme an, dass er gut bestückt ist. 23. Mai. Kerns Projekt ist absurd. Das Nachwachsen von Organen ist nur eine temporäre Lösung für das permanente Problem der unweigerlichen Altersschwäche. Und dazu noch eine sehr unpraktische Lösung. Früher oder später muss der Körper an sich ersetzt werden, trotz all seiner religiösen Anmaßung und seinen Gekreischen von Ketzerei. Er kann Kane so sehr anbieten, wie er will, aber wie heißt es so schön, in der Wissenschaft gibt es keine Propheten. Kane ist ein Kunde, auch wenn er genau genommen unser Gehalt zahlt.
Unsere Arbeit hier ist keine okkulte, apostolische Hingabe. Wir betreiben legitime, wenn auch zugegebenermaßen ethisch vielleicht etwas fragwürdige medizinische Forschung für das zukünftige Wohlergehen der Menschheit. Oder in Ralfs Fall, das zukünftige Wohlergehen unserer Einrichtung. Ha! Bei uns geht es nur um maximale Effizienz. Wir brauchen hier keinen Gesundheits- und Fitnessoffizier. Wir alle hier in diesem Labor sind von Beruf Mediziner. In der Zwischenzeit überschreitet der Fortschritt bei meinem eigenen Sonderbeauftragten meine Erwartungen. Es hat sich gezeigt, dass Joseph wesentlich einfallsreicher ist, als ich es mir zuerst gedacht hatte, auch wenn ich mir den Verdienst an seiner außergewöhnlichen Männlichkeit gebe. Ich hatte damit angefangen, Vorkehrungen für den Transfer des Wirts in mein Labor zu treffen. In den nächsten 2 Monaten oder so sollte es soweit sein. Damit sollte die abschließende Lieferung gerade rechtzeitig zu den Weihnachtsfeiertagen eintreffen. Oh, Dr. Adams, für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. 10. Juli. Wir hatten eine Reihe von Unfällen im Labor. Wenn ich ehrlich bin, gehe ich von Sabotage aus. Ich habe einige Abweichungen in den Zugriffsprotokollen gefunden. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, hat sich damit selbst ins Fleisch geschnitten, da die frühzeitige Vernichtung unserer letzten beiden Gruppen an Wirten ein willkommenes Täuschungsmanöver für die Anforderungen meines eigenen Sonderauftrags war. Jetzt kann ich den Ultraschallmonitor 24 Stunden am Tag im Auge behalten. Alle anderen Prioritäten wurden widerrufen. 15. Dezember. Es kommen Berichte über einen Notfall in einem anderen Bereich der Einrichtung herein, auch wenn die Details überraschend unklar sind, was mich etwas wütend macht. Entsprechend des offiziellen Unternehmensprotokolls für solche Fälle habe ich mit dem anstrengenden Verfahren zum Sichern meiner Laborarbeit begonnen. Für den Fall einer vollständigen Evakuierung könnte ich sonst meinen bisher wichtigsten Fortschritt bei diesem Projekt verlieren. Fortschritt, durch den ich fast am Ende meiner Arbeit bin. Okay. Projektor, Feuerlöschschaum. Ich habe immer das Gefühl, dass ich im Großen und Ganzen hier nicht mehr zu tun habe gerade, als diesen Feuerlöscher mitzunehmen. Und ich möchte ganz ehrlich zum Ende dieser Aufnahme nochmal kurz probieren, ob... Hadley, you can't leave me. Das kann ich doch. Möchte ich ehrlich gesagt ganz gerne einfach nur probieren, ob ich diesen Feuerlöschschaum mal eben kurz... diesen Brand um den Fahrstuhl herum löschen könnte. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Da hätte ich nämlich einen alternativen Weg und müsste nicht zu diesem Fahrstuhl durchlaufen. Bei diesem Stromzaun durchlaufen. Weil mich dort die Samantha tötet. Und das ist nicht schön. Probier's mal aus. Dort vielleicht. So in etwa, ja. Excellent. And I totally knew it was going to do that. Ja, genau so habe ich es geplant. Kann ich jetzt hier hochgehen? Nothing. Wie nothing? I think that's what scares me. Ah, du gehst ja hoch, wirklich, ja. The idea that when we die, there's just nothing. It's not nothing. Sounds like you have a life most are envious of. You have kids, right? A real family. Like people know you exist. Real life. Some of us never got off the starting line. You will have a family soon. When I die, I want to leave something behind. You have that. I have student debt and a goldfish. Your legacy is the child inside of you. This baby deserves more than what I could ever give. Deserves to be part of something. Something bigger than me. A family. Home, a future. Okay, City Mailing ist offenbar nicht relevant offensichtlich, aber ich habe hier ein weiteres PDA aus der angerissenen Tür und so weiter und so fort. Ich würde mal sagen, ich mache hier einen Schnitt. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht noch eine Folge aufnehme. Muss ich mal schauen. Ich habe das Gefühl, dass ich schon relativ weit vorangeschritten bin bei diesem Spiel, dass das Spiel bald zu Ende sein könnte. Also zumindest wirkt es so, weil ich habe jetzt schon fast alles hier, also ziemlich alles, was ich denke, hier gesehen. Ich habe Dr. Adams gefunden, kann zu diesem Fahrstuhl durchgehen, kann getötet werden. Ich nehme an, es wird nicht mal so unglaublich lange dauern, dieses Spiel zu beenden. Möglicherweise kann es aber auch sein, dass ich erst nächste Woche das Spiel beende, weil ich jetzt gerade in dieser Woche nicht mal so wahnsinnig viel Zeit habe, leider Aufnahmen zu machen, wo ich gerade dabei bin. Es wird so sein, dass ich dieses Wochenende in Leipzig bin und deswegen wenig Folgen von der Midnights aufnehmen kann. Das heißt also, dass ich entweder keine oder weniger Folgen dieses Wochenende veröffentlichen werde. Nehmt es einfach hin, so ist es halt. Ich kann es gerade nicht ändern, aber die Fahrt von Mannheim nach Leipzig dauert relativ lange hin und zurück, weswegen ich da einfach mal kaum Zeit haben werde, noch irgendwelche Aufnahmen zu tätigen. Vielleicht höre ich es einfach nächste Woche nach, dass ich dann mehr Folgen raushaue. Mal schauen, wie das wird. Falls es jetzt keine weitere Folge für euch geben wird, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis denn dann, ciao, tschüss. Und falls es jetzt weitergehen wird gleich, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, bis dann.